Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! CDU-CSU haben eine Aktuelle Stunde beantragt, Meinungsfreiheit schützen, Boykott von wissenschaftlichen und demokratischen Veranstaltungen an deutschen Hochschulen verhindern. Dazu fiele einem aktuell einiges ein. Rechtsextreme Bedrohung gegen Wissenschaftler etwa, Antisemitismus und Rassismus, Einreiseverbote und Polizeieinsätze an Hochschulen, sogar gegen den Willen von Unileitungen. Und ein Bundesministerium für Bildung und Forschung, das prüft, ob bereits bewilligte Fördergelder gestrichen werden können, weil Wissenschaftler ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit in einer Weise nutzen, die der Ministerin nicht passt. Aber um all das geht es der Union nicht. In dieser Frage stehen Sie nämlich mitnichten auf der Seite der Meinungsfreiheit. Da wollen Sie mehr Repression. Meinungsfreiheit ja, wenn es Ihre Meinung ist. Und Ihnen geht es heute um den Auftritt der CDU-Abgeordneten Wulff an der Uni Göttingen, der von lautstarken Protesten begleitet und schließlich abgebrochen wurde. Ja, das ist unangenehm, und das verstehe ich sehr gut. Aber von einer bedrohlichen Übermacht zu reden, die es sonst nur in Diktaturen gäbe, das ist schon arg drüber. Trillerpfeifen sind nervig, aber sie sind kein diktatorisches Unterdrückungsmittel. Das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit. Klar ist, Antisemitismus und Rassismus sind niemals von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber das Grundgesetz schützt nicht vor Widerspruch und auch nicht Abgeordnete vor Protest. Und die Meinungsfreiheit ist doch nicht durch 40 protestierende Studierende gefährdet, sondern vielmehr gerade durch eine Ministerin, deren Ministerium die Streichung von Fördermitteln für nicht genehme Wissenschaftler prüft. Das ist ein beispielloser Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen einen Text, in dem sie das Recht von Studierenden auf friedlichen Protest gegen den Gaza-Krieg verteidigen und sich gegen Repressionen aussprechen, ohne inhaltlich Partei zu ergreifen für konkrete Forderungen. Aber Ministerin Stark-Watzinger behauptet in der Bild-Zeitung, die Unterzeichner würden Gewalt verharmlosen und stünden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, ohne jeden Beleg. Und dann erscheint es unter der Überschrift, die Universitäter mit Fotos der Unterzeichner. In einer Zeit, in der jeder zweite Wissenschaftler Anfeindungen erfährt, verbreitet eine Ministerin solch haltlose Unterstellungen über die Presse. Und ein FDP-geführtes Ministerium prüft den Entzug von Fördergeldern als Strafe für Meinungsäußerung. Mit Liberalismus hat diese FDP wirklich nicht mehr viel am Hut, meine Damen und Herren. Seit übrigens auch die ganze Elend der Drittmittelabhängigkeit an den Hochschulen. Und jetzt wird vertuscht, es wird gemauert und es wird offensichtlich auch die Wahrheit nicht gesagt. Und ich frage Sie, Frau Ministerin, wie wollen Sie denn Ihr Amt weiter ausüben, wenn Wissenschaftler sich fragen, welche Konsequenzen drohen, wenn sie ihre Meinung frei äußern? Hochschulen sind ein Raum der öffentlichen Debatte und der Auseinandersetzung, gerade zu schwierigen Themen. Das darf nicht gefährdet werden durch niemanden und auch nicht durch eine Ministerin. Vielen Dank.